Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Jobview hier auf meinem Kanal. Falls euch diese Videos gefallen, könnt ihr natürlich gerne ein Abo und ein Like da lassen und schreibt vielleicht auch in die Kommentare, was ich noch verbessern könnte. Und ich würde sagen, wir gucken direkt in den Item Shop, was heute drin ist. Ich denke mal, dass die Skins doch von gestern drin sind. Ja, teilweise zumindest sind die Skins doch von gestern drin, also die Skins, die gestern Nachmittag mit dem John Wick Modus kamen. Da wurde der Shop einmal aktualisiert. Und da kam immer zum einen der John Wick Skin rein. Der wirkliche John Wick Skin, der andere war ja nur so in Anlehnung zu John Wick, der Season 3 Battle Pass Skin. Das sieht auf jeden Fall eigentlich ganz cool aus. Auch das Backpack ist eigentlich ganz nice. Und natürlich hat er auch noch einen zweiten Stil, wo er komplett zerlöchert ist. Finde ich echt eigentlich ganz cool. Gefällt mir auf jeden Fall der Skin. Dann haben wir einen einfachen Vorschlaghammer. Finde ich halt einen ganz coolen Sound, sieht er eigentlich auch ganz cool aus und ist immer nicht allzu teuer, deshalb eigentlich auch ganz nice. Welche Feuerläufer finde ich einen extrem coolen Charakter, mag die Farben extrem, gefällt mir auf jeden Fall. Dazu passt natürlich noch Sonnenschlag, die finde ich auch richtig cool, die Spitzhacke. Und das war's schon mit den Feuerläufer-Skins. Dann haben wir noch die Einsatzleiterin, die ich auch als ziemlich schwitziger Skin eigentlich schon. Sieht aber definitiv ziemlich gut aus und ist auch reaktiv. Und zwar ändert die Farbe abhängig vom Schaden, den du an Gegnern verursachst. Finde ich eigentlich echt ganz cool. Der Skin gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir noch die Assassine-Lackierung für John Wick. Sieht eigentlich ganz cool aus. Vorne mit diesem schönen silbernen. Dann eben halt der Rest schön in schwarz. Auch auf der Pump sieht das ganz cool aus. Immer diese silbernen Aspekte sehen sehr, sehr cool aus. Auch bei der Heavy Sniper. Immer sonst ein sehr schlichter Waffenskin. Sieht trotzdem immer cool aus. Aber ich sehe dich noch. Auch vom John Wick Skin. Set. Sieht eigentlich auch. Oder ist ganz cool. Wenn man so ein. Da kann man ganz gut eben halt machen. Um Gegner so ein bisschen abzufacken. Dann haben wir noch den Marino-Skin, das ist dieser, ich glaube die männliche Variante vom Starter-Pack-Skin, ist eigentlich auch ein ganz cooler Skin, wobei ich den jetzt nicht persönlich am liebsten spielen würde. Hat jemand halt überall so ein paar Palmen drauf und hat jemand halt Bananen so am Rucksack hinten. Sieht aber eigentlich ganz cool aus. Dann haben wir noch Einsatzmuster als Lackierung, finde ich auch richtig cool, weil dieses Goldene richtig schön kräftig ist und dann eben halt hier im restlichen Teil dieses Tarnmuster gefällt mir wirklich auf so ziemlich allen Waffen. Sieht echt richtig cool aus. Dementsprechend lohnt sich das auch zu kaufen. Ich finde Kugelsicher Emote ist auch richtig cool. Generell die grünen Emotes vom John Wick Skin Set sind sehr, sehr cool. Auch wie dann hier noch die Kugeln so rauskommen. Gefällt mir auf jeden Fall. Würde ich sagen, gucken wir nochmal in den Rette die Welt Modus rein. Was dort heute drin ist. Für Lamas. Und V-Bucks. So. Wir haben heute ein legendäres Trollschatz-Lama drin. Lohnt sich nicht wirklich. Die beiden Waffen sind, glaube ich, nicht so wirklich die allerbesten. Und sonst nur die Wegbereiterin Quinn ist das, glaube ich. Lohnt sich, glaube ich, auch nicht so wirklich. Und dafür mal 500 V-Bucks sind ein bisschen teuer. Deshalb hätte ich eher dafür ja abgeraten. Ja, ansonsten beim Beutelamas hat sich nichts geändert. Und hier im Gegenstandshop ist noch alles von gestern drin. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch beim nächsten Video wieder ein. Und bis dahin, ciao.